Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Letztes Mal habe ich die Stadt weiter erkundet und es ist einiges passiert. Wie zum Beispiel, dass der Typ da rausgekommen ist und irgendwie was passiert ist. Arg, was macht Slam nur für Sachen? Einfach hier ein Zahnrad zu stehen. Ist etwa Reptane oder wie? Das hat das Kolosseum doch keinen Strom mehr. Was ist hier los? Sind Sie in Ordnung? Ich habe mich gerade verlesen, aber mir ist nichts passiert. Aber es ist meine Schuld. Ich hätte nicht gedacht, dass Slam... Warum hat er das nur getan? Aber Slam, ihm hat Quant doch immer vertraut wie einem Bruder. Warum sollte ausgerechnet er? Das würde ich auch gern wissen. Und dann rief er noch so einen Unsinn wie, dieses Kolosseum muss unter allen Umständen geschlossen werden. Danke, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt, ihr jungen Leute. Mir geht es schon wieder gut. Eine Bitte habe ich allerdings noch. Wollt ihr sie anhören? Nein, aber ich muss wahrscheinlich. Wenn das Kolosseum keinen Strom hat, verliert die Stadt ihre wichtigste Einnahmequelle. Such bitte das Zahnrad, das Slam gestohlen hat. Das wäre wirklich wichtig. Zahnrad der Zeit, bestimmt. Aber ich gehe erstmal heilen. Wer ist nochmal Slam? Das ist es nicht, oder? Na, ich gehe erstmal heilen. So, genau hier. 3, 4, 5, 6. Hast du was zu sagen? Ich stelle mir erstmal mein Team zusammen. Also ich guck mal, was ich so für Pokémon auf der Box habe. Pokémon-Lagerungssystem. Schneck mal. Okay. Ganz ehrlich, Schubbelupf. Das ist nicht so mein Fall. Traun Magil. Traun Fugil. Traun Magil, glaube ich. Gibt's ja noch nicht. Werde ich wohl eher auf Schneckmark vertrauen müssen. Bandsticker. Okay. Wenn ich schon mal dabei bin, speichere ich. Zack. Ja. Ja. So, jetzt muss ich diesen Typen suchen. Slam. Wer ist Slam? Ein guter Freund von Grant anscheinend. Ah nein, bitte. Ach, shit. Slam. Ist das vielleicht Slam? Jo, Mann, komische Klamotten hast du an, aber ein Trainer bist du, oder? Ja. Dann ist ja alles klar, ich zeige dir, was bei uns in der Stadt so läuft. Wir kämpfen lieber miteinander, als Höflichkeiten auszutauschen. Okay, da muss ich wohl noch jemanden besiegen. Als ich gerade versucht habe zu speeden, ist das Spiel einfach nur langsamer geworden. Aber jetzt geht's wieder. Rasierblatt und Konfusion auf Schwalbini. Es kommt direkt ein Bummels und natürlich der Furio-Modus. Kryptoschlag auf Visor, Bummels. Ich mach mal auf Visor. Ich komme jetzt auf Bummels. Ah, es reicht leider nicht. Aber es ist verwirrt. Das könnte der Siegesschlag sein. Nein, das ist aber nicht. Ich mach jetzt beides auf 1. Ich müsste ja sowieso gewonnen haben. Bam. 29, gut. Oh, er hat gar kein Krypto. Bist du also tatsächlich stärker als ich? Du hast mich gründlich fertig gemacht. Du hast Talent und deine Pokémon sind echt spitze. Deine Augen haben dich verraten. Da sieht man, dass du einer von uns bist. Man sieht es auf den ersten Blick. Hm.
Wo bin ich auf einmal? Das hat gut getan. Ich fühle mich, als hätte ich eine ganze Woche geschlafen. Nach der Arbeit auf der Baustelle war ich aber wirklich erschöpft. Der Typ, der diesen Turm bauen lassen hat, soll ja wahnsinnig reich sein. Ist aber auch ein fantastischer Turm. Reinspaziert, willkommen im Grand Hotel von Pyridos. Ruht euch in unserem luxuriös Zimmer aus und ihr seid wieder fit. Eure Pokémon natürlich auch. Eine Übernachtung kostet 100 Pokédollar. Ja, okay. Wunderbar, wunderbar. Genießt den Aufenthalt. Und habt ihr euch gut erholt? Besucht das Grand Hotel von Pyridos. Es ist noch nicht lange her, da war Kran der Mann, der in Pyritus das Sagen hatte. Aber jetzt kontrolliert alles diese verrückte The Queen. Was bildet sich eigentlich dieser The Queen ein? Hier ist nichts, okay. Das war wahrscheinlich mein Zimmer. Oder das war mein Zimmer. Hi, Schnarchschmatz. Genau, jetzt ein Tackle und jetzt die Nerven behalten, Röschel, Schnarch. Okay, sehr interessant. Einfach Türen offen lassen, das macht man natürlich nicht. Du vielleicht? Nein, bin ich nicht. Der ist tot oder so. Wer ist Slam? So, es kann weitergehen. Ich muss jetzt kurz zur Baustelle. Und hier ist jetzt irgendwas. Das Zahnrad. Das Zahnrad und was ist das? Ich denke schon, ich gehe einfach wieder zurück. Aber wer stiehlt das Zahnrad, oder? Und räumt es dann dahin, vor allem. Naja, das Versteck war schon gut, ich wäre jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Wenn ich ehrlich bin. Muss ich hier wieder zurück? Ja. Es tut mir so leid, ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay, kein Grund zur Sorge. Wirklich, dann bin ich ja beruhigt, aber ich frage mich, was Slam sich dabei gedacht hat. Ich bin sicher, es fiel ihm selbst schwer, aber offenbar war er überzeugt, dass ihm keine andere Wahl blieb. Ich kenne Slam. Aber was grübeln wir, Grauen? Zieh mal hier rüber. Oh, ja. Hehe, ich glaube, du solltest dich besser bedanken, Grauen. Ja, das ist doch das Zahnrad und ihr habt es gefunden. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte verzeiht mir, ich rufe Art, ich kann euch wohl doch vertrauen. Ich danke euch jedenfalls von Herzen, wirklich vielen Dank. Gut, und jetzt bauen wir das Zahnrad wieder genau da ein, wo es hingehört. Oh, das ist auch das Zahnrad, das bei uns gestohlen wurde. Los, gib es schnell. Sprich den Alten da drüben an. Gut, und jetzt bauen wir das Zahnrad wieder genau da ein, wo es hingehört. Gut, und jetzt benutzen. Hier fehlt ein Zahnrad. Okay. Zahnrad benutzen. Perfekt, alles bereit zum Start und los geht's. 30 Jahre drehe ich am Rad. Quaha, so muss es laufen. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich denke, du bist ein mutiger und ehrenhafter Mann. Deshalb habe ich eine Bitte an dich. Willst du mich anhören? Wenn es sein muss. Danke, ich möchte, dass du am nächsten Turnier im Kolosseum teilnimmst. Du musst siegen und für mich herausfinden, was dort nach dem Turnier passiert. Ich bin sicher, du schaffst das. Man erkennt sofort, dass du kein gewöhnlicher Trainer bist. Ich glaube an dich, bitte lass mich nicht im Stich. Das war jetzt hoffentlich alles. Ich gehe jetzt zum Kolosseum. Hier rein. Danke für deine Geduld. Nun haben wir wieder Strom und die Registrierung für das nächste Turnier kann vorgenommen werden. Hallo und willkommen im Kolosseum Pyridos. Nimmst du am Turnier teil? Du nimmst also teil? Wirst du mit den Pokémon antreten, die du jetzt bei dir hast? Ja. Gut, dann kämpfe und versuche zu gewinnen. Oh, die bleibt draußen. Kolosseum Pyridos Duell 1.
Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es wird nicht leicht für dich werden, diese Turniere zu gewinnen. Ja. Gut zu wissen. Schmerbe und Sandan. Haben die jetzt eine dunkle Aura? Nein. Das passt doch perfekt für mein tolles Loreblatt, das jetzt hoffentlich ein Rasierblatt ausführen kann. Ah, Mist. Ja, okay. Ich muss noch einen Kryptoschlag machen, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Kryptoschlag auf Sandan und Konfusion auf Schmerbe. Mann, Loblad, bitte. So, jetzt habe ich gewonnen. Habe ich auch nur zwei Pokémon? Ich glaube nicht, oder? Das Kolosseum Pyritus, ja. Also das hätten die bestimmt gesagt, wenn ich nur zwei Pokémon hätte. Duell 2. Yay. Sieht spannend aus. Wer ist jetzt der nächste Gegner? Die kenne ich doch. Isla. Du wirst dieses K.O.-Turnier gewinnen? Das ist doch grotesk. Naja, ist eine andere. Das ist nicht die. Die vor dem Laden stand. Also nicht vom Laden, so neben dem Laden. Ey. Vielleicht läuft es diesmal etwas besser für Loreblatt. Ein Kryptoschlag auf Natu und Konfusion auf Mediti. Mediti, okay. Das läuft auf allen Vieren. Konfusion. Das müsste an mich gehen. Du hast ja doch einiges auf dem Kasten. Allerdings. Hallo. Jetzt geht's wahrscheinlich zu Kampf Nummer 3. Halbfinale ist das schon. Aber das Halbfinale. Spar ich mir für den nächsten Part auf.